Hallo, ich bin der Manuel Schad von SUD Sports. Heute im beschaulichen Wichtelhausen. Schönes Nest. Bauplätze haben sich verdoppelt vom Preis. Ich habe leider nichts zu verkaufen. Ich habe heute Michael da mit seiner schönen. Was ist das? R100 RS. War's mal. Und Baujahr? 77. 77. Warum hast du dir so altes Motorrad geholt zum Aufbauen? Weil da einfach Low-Tech ist. Was ist da? Low-Tech. Ja, da ist aber ganz schön viel Technik verbaut für Low-Tech. Ja, ein bisschen was. Ja gut, ich kann mir das schon vorstellen, so mit Eintragungen ist ein bisschen leichter in dem Baujahrsektor. Ne? Richtig, also so genau. Alles, was vor 80 ist, lässt ein wenig Freiraum. Und den Freiraum, den hast du auch genutzt. Den haben wir schön ausgenutzt. Ich würde mal mit dem großen Teil anfangen. Da oben, das Dominante. Wo kommt denn der her? Das ist ein WBO-Tank aus den 70ern. Also original für BMW gemacht. So ein echter aus den 70ern oder nachgebaut? Ja. Nee, echter. Also das Ding ist älter als ich. Dafür kann, sitzt, kann sein, ja. Dafür sieht es noch gut aus. Ja. Wurden nur 30 Stück gemacht davon. Mann, jetzt hat sich der Wert des Motorrads verdoppelt, nur wegen einem Tank. Ja, da musste ich auch eine komplette Verkleidung noch dazu nehmen. Die war auch aus Aluminium? Nee, so eine olle, so eine, diese eckigen Verkleidungen, die es früher gab. Ah, wie so 2000 oder sowas, ne? Ach, ganz übel, ja. Ja, mir wird es gerade schlecht. Kurz. Das war aber nicht vom Fisch, das war von der Verkleidung. Vorne, Vorderradgabel. So, noch nie gesehen. S1000 RR. Eine S1000 RR. Und was ist da mit der Gabelbrücke? Hat die normal nicht Stummel? Gabelbrücke, LSL, passend dazu und Superbike-Lenker. Also was ich festgestellt habe, ich habe am Anfang Angst gehabt, als er mit dem Motorrad herkommen ist, habe gedacht, ich kriege dann Kreuzschmerzen wie beim Rennradfahren. Aber man sitzt echt so mal. Also so gut war ich selten gesessen. Das letzte Mal auf so einer Nuta, die ist auch geil. Die hat auch so einen Lenker. Aber ein bisschen härter. Vorderrad ist von wem? Acewell, nein, Kineo. Vom Franco Cabiello. Ich lerne es noch. Cabiello. Richtig. Sieht voll geil aus und das ist auch für die 1000. Für die S1000 RR. RR, genau. Passend genau. Zur Gabel. Genau. Und dann diese Lukas Bremsscheiben. Ne? Genau, Lukas Bremsscheiben. Macht sich schon geil. Also so kenne ich das mit den Felgen selten. Geh mal da drauf. Hast du mal die Nippelaufnahmen gesehen? Was halt geil ist, da du kannst dir die Farben zusammenstellen, also die Speichen andere Farbe, die Nippel andere Farbe, den Felgenring andere Farbe, das kannst du dir zusammenstellen, wie du willst. Öl ins Dämpfer, Gewöhnungssache, ne? Also das. Ob man den braucht, weiß ich nicht, aber schaut geil aus. Nice to have, macht ein super Bild. Ich so als Enduro-Fahrer tue mir ein bisschen schwer, wenn der Widerstand ist. Ist ja voll einstellbar, kannst du ein bisschen leichter machen, ja? In meinem Gespann muss ich mich dann daran gewöhnen, ne? Dann gehen wir jetzt langsam sukzessive das Motorrad rückwärts. Was für Zylinder hat das Motorrad drauf? 1070 Kubik. Sind es die vom Siebenrock? Ich glaube nicht. Die hat mir der Israel, also Motor ist und Getriebe ist komplett vom Israel gemacht. Dann sind sie vom Siebenrock, aber der macht eigene Kolben, soweit ich das weiß. Der Motor, der drückt schon richtig geil. Ne? Ja. Also das ist schon sagenhaft. Auf dem Prüfstand plus minus 90 PS. Hammer selten. Das liegt aber nicht nur an dem Motor, das liegt auch an der Gemischaufbereitung. Und die sind coole Dinger. Also, geh mal auf meinen Arm. Da sieht man, dass da plötzlich so Sachen kommen. Ne? Ja, das muss man schon wollen. Ja, das muss man wollen. Und die sind jetzt nicht klein ausgestattet. Aber es macht halt Spaß. Ne? Du siehst, wie die Nadel, Drehzahl und PS so synchron zusammensteigen. Sonst hast du immer so Drehzahl geht drauf, PS wackt. Und da geht's zusammen hoch. Das war auch mein Ansinnen, also dass ich hier nicht Spitzenleistung fahre, sondern auch im Drehmoment von unten habe. Da war so ein Kompromiss. Ja. Auspuff, da hast du dich ganz ins Zeug gelegt. Mhm. Das ist so ein Spezialbau für dich, ne? An der Engine-Anlage von Tusche Auspuffbau in Bad Kreiburg. Das ist schon die zweite Auspuffanlage von ihm. Ich habe noch eine 90S. Da hat er eine 2x2 gebaut. Auch super geil.
wirklich ein Traum. Ne? Sauber gemacht, hört sich vom Klang her super an. Und nicht ist, so nett, ist nicht so laut. Das ist wichtig, weil wir wollen alle noch länger Motorrad fahren. Ne? Und wenn wir alle laute Brügel fahren, wird es nichts. Hyper Pro Dämpfer aus den Niederlanden. Höhenverstellbar. Im Enduro-Sektor würde ich das jetzt nicht unbedingt nehmen. Das kann man kaputt machen. Aber auf der Straße hat es seine Legitimation. Rahmenheck hast du selber gebaut? Habe ich selber gebaut, ja. Da ist die Batterie drin? Jo. Auch ist selber gebaut. So eine Lithium oder? Lithium-Batterie. Weil die springt ja echt gut an. Wo können die nochmal hin? Das ist einfach Zubehör, ABM. Sind halt voll einstellbar, da kann man richtig so spielen. Ja, kann man richtig viel spielen, haben wir gesehen. In der Bauphase habe ich die natürlich, wie du sagst, sitzt man eigentlich ganz gut bequem drauf auf dem Ding. Und das habe ich war natürlich beabsichtigt. Ja, ja. Hinten die Felge. Kineo, was sonst? Also das muss die L50R sein und hat 5,5 Breite, das ist ein Watt. Ne? 180er Sportreifen. Muss. Mit dem kleinen Elefanten. Schwinge. Schwinge Endantrieb. Schwinge ist die L55er Rockstar wahrscheinlich, ne? Ja. Deswegen schwarz. Endantriebsübersetzung haben wir die lange 3111 und die braucht ja bei der Leistung auch, ne? Ja. Bremsanlage. Original. Ist die originale von der BMW 1100 und die Scheibe ist wieder die passend vorne zum vorderen die Lukas. Da das ein ganz alter Rahmen war, haben wir hier eine Parallelaufnahme nochmal anbringen müssen. Und hier auch aus dem Hause Lukas die gefräste Parallelstrebe, die wir jetzt in naher Zukunft auch mal im Programm haben. Ja, es geht nichts mehr. Die BMW-Jungs haben ewig nicht liefern können. Jetzt haben wir Stahl und Alu bauen lassen. Jo. Was fällt uns so ein? Sitzbank ist wahrscheinlich Sonderanfertigung. Ne? Sonderanfertigung. Hast du da einen GFK-Kern drunter oder auch? Nein. Stahl. Stahl. Ölkühler ist aus Schweden. Ne? Der große, wie sie der Kuh, der jemand verkauft hat. Ne? Auch vom Israel mit gekauft. Ja. Ist hier modifiziert, da war es ja noch eine Mordsverkleidung. Ja, ja. Muss man nicht haben. Die Hebelwerke. Völlig modern. Ne? Alles aus dem Hause Brembo, Italien. Und da die kleinen Knöpfe, sind die auch von Motogadget? Ja. Also das komplette System, Tacho, Schalter und unten am Tank der Kasten. Blue. M-Unit Blue. M-Unit. Ja, das ist dann das, was du mit dem Handy starten kannst. Genau. Ne? Muss man mögen. Ich find's cool. Sicherheit braucht man immer noch eine zweite Möglichkeit. Verbauen wir oft eigentlich. Ich weiß bloß nicht, ob das im Ausland so also gut ist, aber damit wirst du nicht durch Russland fahren, oder? Road of Bones? Wahrscheinlich nicht. Das ist jetzt kein, kein Ziel. Kein Ziel. Ja, man weiß es ja nicht. Ich habe da letztes Bilder gesehen, dass einer mit der Straßenmaschine entlang fahren. Ne? Okay. Also, falls euch das Video gefallen hat, liked us in Instagram, Facebook und wo auch sonst. Glocke. Gibt. Die Glocke. Gibt eine Glocke drauf in YouTube. Glocke anmachen. Glocke anmachen in YouTube. Macht die Glocke in YouTube an. Abonniert uns da, beurteilt uns irgendwo in Google, also gibt es genug Medien. Bleibt am Ball, ich danke euch. Ciao.